Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Da ist meine Baumfarm. Oder? Ja, hier so, der ganze Hang ist irgendwie voller Bäume, die ich nochmal angepflanzt habe. Und wir holen uns ein bisschen Holz. Ah, wir gehen noch nicht an die Kleinen dran, die lassen wir mal stehen. Jetzt hoffe ich, dass hier keine Hunde kommen. Ich hoffe so von ganzem Herzen, dass ich jetzt keinen Besuch kriege hier. Du siehst aber auch schon irgendwie reif aus. Also irgendwas schleicht hier, aber... Wenn man in Bewegung bleibt, dann sollte man eigentlich den Hunden einigermaßen gut ausweichen können. Das waren meine eigenen Schritte. Ich erschrecke mich von meinen eigenen Schritten. Ich habe keine Angst. Ach, da steht einer. Okay. Hirsch ist immer gut. Wir brauchen immer noch mehr Fell. Jo, Digga, komm. Hab hier was für dich. Und. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. So, Hirsch. So, nachknüppeln. Knüppel, knüppel. Los, leg dich hin. Oh, jetzt hat es gerade gestockt. Das verheißt meistens nichts Gutes. Potassium, Potassium. Und ich, wenn es nicht viel ist, aber es ist etwas. Zack, da liegt er. So, komm her. Und Schwein. Komm her, Piggy. Bleib hier. Sehr gut. Er schleicht da rum. Boah. Das ist echt spooky. Ich bin ja selbst schuld, ne? Zwickt mich ja keiner draußen rumzulaufen, aber... Oh, erschreckt mich doch nicht so. Blöde Dreckstante. Na komm, ja. Patsch. Und weg und weg und weg. Das ist noch ein Nest, yo. Was ist denn das? Ist das etwa... Nein. Das ist nicht das, was ich denke, was es ist, oder? Dann schmeiße ich nämlich gleich alle meine Pläne über Bord. Ja doch, tatsächlich ein Bunker. Ich glaub's nicht. Direkt nebenan. Ja, Glück muss man haben, ne? Guck mal, direkt. Oh Mann. Zwar ein paar alte Bewohner hier, aber es ist ein Bunker. Was ist das? Was ist denn das? Was bist du? Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Aha. Aha, aha, aha.
Schweini. Nehmen wir. Dort. Da liegt was. Müll. Alles klar. Zack, eins. Zack, zwei. Ups. Oh, Mensch. Bitte. Ja, Bunker ist natürlich mal mega Deluxe. Hatte ich schon? Hatte ich schon. Na, da freut sich aber jemand, ne? Ah. Oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Honig! Viele, viele Geräusche. Viel zu viele Geräusche. Da läuft einer. Okay, der war's. Ja, also super. Also besser geht's doch kaum. Haha, ein Bunker quasi vor der Haustür. Wo sind wir denn? Ja, guckt euch das an. Na, 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 tot im Freibad. Ah. Jo, komm mal her. Oh Mensch, ey. Also ohne ging gar nicht. Sag mal. Ja, Kruze, fix nochmal hier. Stirbst du wohl. Bisschen Papier. Geil, was macht sie denn? Shake it, baby. Shake it up. Oh. Leg dich zu meinen Füßen nieder. Ah, ich liebe Stahlpfeile. Die sind so gut. Ah, ich habe so viel Schrott in den Taschen hier. Ja, was ist los? Komm her. Komm her! Ich sitze in meinem Bunker. Das wäre natürlich perfekt hier für, ja, sag schnell. Dingsbums da. Wie heißt es? Mein Garten. Mein Garten Eden. Bing. Oh, Duct Tape und... Bäh, Ekel, Blut. Ein bisschen Lett, das lasse ich erstmal liegen. Da war ich schon. Dann würde ich jetzt aber sagen, gehen wir da auch rein, oder? Und zwar den offiziellen Weg. Ich mach mal hier eben einigermaßen korrekte Absicherung hin. Ach, Türrahmen, scheiße. Aber falls die Wuffels kommen, dass ich hier ein paar Möglichkeiten habe. Oh. Kann ich? Nee. Hab nichts dabei. Okay. Das ist aber doof. Warte mal, jetzt muss ich irgendwie irgendwas wegschmeißen. Und wir haben Durst. Dann trink doch was. Gehen wir den offiziellen Weg und schauen mal, was wir da finden. So. Die Tür können wir uns ja neu machen. Ist ja kein Thema. Zack, guten Tag. Nix. Auch nix. Ein bisschen Material, das ist ganz gut. Gucken wir erstmal im Badezimmer. Das ist natürlich jetzt mal richtig gut hier. Pistole! Antibiotikum! Guck dir das mal an, das sieht ja auch komisch aus hier, ne? Leere Gläser, nö, brauchen wir nicht. So, dann in den schönsten Raum.
So eine Crossbow-Schematik wäre jetzt was. Schade. Hätte ja klappen können. Oder Mais. Kartoffeln haben wir schon. Oder noch Mining Helm. Was kann denn unsere 140? Ja gut, ich lasse den mal liegen. So als Reserve ist das natürlich nicht verkehrt. Und wir werden auf jeden Fall hier irgendwie eine Verbindung herstellen. Zu unserer Base. Das ist ein Rezept. Ein bisschen Duct Tape, ein paar Federn, schön. Papier. Und ganz viel Schrott. Gut, dann machen wir den Safe mal eben auf, gucken, was da drin ist. Oh, sehr viele schöne Shotgun-Parts. Kann ich die schon? Nee, wie war das so? Warte mal. Weg, weg. Rein, rein. Kann ich jetzt sagen, Assemble? Nee, kann ich noch nicht. Verdammte Axt. Schade. Okay, aber ich weiß, wo es liegt. Und ich werde wiederkommen. Hier ist auch noch Küchenzeug und da liegt noch ein toter Typ. Magnum, Magnum. Ja, ja. Kann man machen. Wasser ist gut. Wenn ich noch mal zu essen finde, haue ich mir das direkt weg. Nix. Ein bisschen was zum Scrappen. Nee. So, Mais. Nee. Ein Topf. Nee, habe ich auch genug. Ah, Mais wäre gut. Mais wäre heiß. Nix, nix, nix. Oh, nee. Oh, Wasser. Oh. Auch gut, ne? Die armen Leute sind ja schon vor Tagen, Monaten gestorben und wir finden noch frisches Fleisch im Schrank. Tja. Fragt man sich, woran sind die gestorben? Schön. Bunker, Baumfarm, alles hier. Sehr gut. Jackpot, würde ich mal sagen. Hunger. Machen wir schon dran. Alles klar. Dann mal zurück. Holz haben wir ein bisschen. Na, ah, das Ei. Ja, nee. Bing. Ja, super. Oh, der arme Hase. Haben wir noch Platz für ein bisschen mehr Holz? Ja, haben wir, haben wir, haben wir. Der macht die Geräusche. Ich bin jetzt ein bisschen schreckhaft. Vor allem, weil ich echt nicht genau weiß, wann die Köter kommen. Ob sie vielleicht gestern schon da waren. Ich habe nichts gehört. Da ist noch mehr Potassium. Ich glaube, es ist immer noch so, dass man unter Wald, also in Waldhöhlen sozusagen, dass man alles finden kann. An Erzen. Das wäre natürlich super. Nur ein bisschen Kohle mit. Oder auch nicht. Wir sind voll. Scheiße. 360. Oder ist es nochmal ein bisschen Schießpulver? Und wir haben Holz. Und dann, nächsten Tag, gehe ich auf jeden Fall auf Motoren suchen. Dann baue ich mir eine Ranch. Und nehme mal ein paar Karren auseinander. Dass ich mir einen Betonmischer machen kann. Da, 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 da. Oh, da läuft aber ein bisschen was. Da läuft ein bisschen was. Ach da, guck mal. Die kommt sogar die Straße entlang, wie süß. Hello people, I am here. Na, dann guck mal her. So. Und. Yay, Treffer. Yay. Und noch alle drei hintereinander getroffen. Ja, ja. Patsch. Zong. Ey. Kihi. Oh. Oh, der war cool.
Habe ich dir erlaubt, wieder aufzustehen? Oh, boah, freue ich mich auf Schusswaffen. Hihi. Hihi. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Das Bein weggeschossen. Na, schade. So, der müsste aber. Jo. Aber mega. Na komm. Das physikalisch so korrekt war. Tada, 47 Skillpunkte. Oh. Ja gut, das Glück vom Anfang ist nicht mehr da. Wo ist die? Springen sollte man schon, Kollege. So, was haben wir denn hier? Hallo, wo seid ihr? Gib mir mal was Gutes hier, nicht nur so ein Schrott. Untouched Girl. Zack. Schwester. Was ist dir denn gefallen? Knochenplatz? Ja, komm. Nehmen wir so ein bisschen Fett und Knochen mit hier. Oh. Immer noch voll, egal. Welch unartigen Geräusche hier. Das ist ein schöner Screenshot. Oh, komm her. So. Perfekt. So, Essen da rein. Da rein haben wir schon wieder 10. Das da rein und das da rein und ach komm. Alles Zeug da rein. 22 davon wieder. Ja, sieht doch gut aus. Und boah, das dauert. Gib mir noch mal irgendwie 400 davon, genau. Und brechen wir den mal ab. Goon. Gunpowder 200. Boah, dauert aber auch lange, ey. So, du da rein. Ach nee, geht ja immer noch nicht. So. So, schnell die Forge wieder anfeuern. Machen wir Zement oder was? Nur Zement nochmal hinterher. Ja, wir haben's ja. Okay. Und dann noch mehr Steine. Dann gehen wir mal runter und machen die Babys auch nochmal an. Wir haben noch 10 heute, dann können wir die nächste Forge machen. Also 4-5 Stück brauche ich schon. Die dann alle durchlaufen. Weil wir wissen ja alle, was dann oben los ist, aber... Dann ist das nun mal so. Zack. Oh. So, da haben wir wieder Zement. Da sind auch 2400 drin. Perfekt. Ja, 20 Minuten und an. Und da auch nochmal eine neue Rutsche. Ich kann da mehr machen. Ich kann da 1000 reinschmeißen. Zack. Verdammt, immer noch nicht. Ist sie an? Also ich dachte, die haben die Grafikfehler behoben. Was ist aber irgendwie... Sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin. So, dann werde ich hier unten auf jeden Fall... Da wird eine kleine Schicht Concrete kommen, aber erst später. Also ich denke mal schon, dass ich hier sehr sicher bin. Hoffe ich. So, ich muss mich nach da buddeln und da zum... Guck mal, das ist fast auf einer Linie hier.
So, und ein bisschen runter nur. Richtung Westen. Also hier. Können wir schon mal anstoßen. So die Richtung, die grobe Richtung vorgeben. Ja, mei, was freue ich mich, dass ich meinen eigenen Bunker habe. Ich meine, eigentlich brauchen wir den überhaupt nicht. Aber es ist schon schön. Wenn wir da den Garten hinmachen. Ich hoffe, das geht. Zwei Gärten. So. Bunker. Da mache ich dann auch schön irgendwie Schilder drüber. Also hier die komische Schrift. Da geht's zum Bunker. Und hier geht's zum Hordenspielplatz. Gut, dann sind die Ziele schon mal festgelegt für diese Staffel. Da werden wir einiges mit zu tun haben. Und nein, ich habe diese Idee verworfen, mich bis zum Bedrock runterzubuddeln und dann ein, wie soll man sagen, so eine Freefall-Geschichte zu machen. Das mache ich nicht. Level 37, mit meinen, da levelt man so verdammt schnell auf, das ist echt pervers. Ich bin fast so weit, dass wir hier mit einem Schlag durchkommen. Reicht noch nicht ganz. Ich denke mal, wenn wir auf Level 400 sind und eine frische Axt haben, könnte das gehen. Wenn wir Mining-Tools auch noch weiter nach oben gebracht haben, wird das Ganze doch gut funktionieren. Also, da geht es Richtung Norden in die Stadt. Da wird der Zombie-Kill-Spielplatz. Und hier geht es zum Bunker und eventuell Garten. Müssen wir mal gucken. Der ist aber Sand überall. Da muss ich alles mit Erde voll machen. Das ist mir aber ein bisschen viel Arbeit. Wir gucken mal. Und hier geht es dann nach Hause. Ach, was schön. Ja, mal gucken, ob es so bleibt. Sind auf jeden Fall erstmal gute Ziele, wie ich finde. Was wir an Zement haben hier, das ist doch echt mal nicht zum Aushalten. Sind wir jetzt fertig? Ja, wir sind fertig, endlich. Einfach piepsch noch mal, das gedauert hier. So, Gunpowder. Ein bisschen Zement. Concrete Mix. Oh. Da sind wir voll. Machen wir es so. Eisen habe ich sowieso noch nicht so viel, deswegen. Und dann ein bisschen Sand hin und vielleicht sogar einfach noch eine zweite Kiste daneben. Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, knapp 10.000 Steine. Plus das Zeug hier. Pervers. Aber gut. Und wir haben auch, sag mal, da ist auch für viel Eisen. 1, 2, 3, fast 4.000 Eisen. Könnten wir doch. Was sind 1000 noch mal wegbrennen hier, oder? Ja, lassen wir den mal in Ruhe durchnuckeln und ja, dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Hoffe ich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und das ist wie ein guter Wein. Das muss reifen, ne? Und dann werden wir uns hier mal schön rüsten für die Dinge, die da kommen. Ich glaube, heute geht draußen nicht mehr allzu viel. Tag 6 wird ein bisschen Looten sein und vor allem Autos. Kann ich sie denn? Ja, mir fehlen nur Fortschreiben. Okay. Ist doch mal eine Ansage. Ist doch mal eine Ansage. Ich lasse die Zeug jetzt so durchlaufen und dann geht's bald weiter. Das heißt, ich gehe mal eben kurz auf Klo, mache mir was zu essen und dann ist das Zeug hier fertig gecraftet. Meine Lieben, ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber. Ein Abo natürlich auch. Und ja, Road to 2000, ne? Oder, ja. Das ist das nächste Ziel. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.